Es war der 49. Flug eines Space Shuttles. Es war der Jungfernflug der als Ersatz für die Challenger gebauten Raumfähre Endeavour, als diese am 7. Mai 1992 von der Erde abhob. Als Teil des Missionsprogrammes stand die Reparatur des Intelsat 603 an. Dieser war 2 Jahre zuvor gestartet, aber durch einen Fehler hatte sich eine Raketenstufe nicht getrennt und so schoss sich der Satellit mit seinen eigenen Raketen in die geplante Umlaufbahn. Nun war der Treibstoff für diese eigentlich für den Betrieb gedachten Raketen zur Neige gegangen. Der Plan war nun, den Satelliten einzufangen und an Bord des Shuttles ein neues Raketentriebwerk einzubauen. Dazu gingen die Astronauten Thout und Hype zu einem Weltausstieg über und versuchten, den Satelliten mit einem speziell entwickelten Greifer einzufangen. Es funktionierte nicht, und so improvisierte man, und der Astronaut Thomas Akers stieg ebenfalls aus, was so nicht geplant war. Nun stellten sich die 3 Männer auf die Reparaturbühne in der Payload Bay des Shuttles und fingen den Satelliten vorsichtig mit der Hand ein. Es klappte und auch der Austausch des Triebwerks gelang. Mit 17 Stunden Außenbordeinsatz und mit 3 Astronauten im Weltraum bis heute ein Rekord der NASA. Nachdem die Endeavour einige andere Punkte auf der Missionsliste abgearbeitet hatte, landete diese nach geglücktem Jungfernflug auf der Edwards AFB in Kalifornien.